Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und ich möchte jetzt eigentlich erstmal gucken, ob man sich hier vielleicht sowas wie einen Waffenständer oder einen Werkzeugständer bauen kann. Irgendwie sowas. Irgendwas mit Ständer. Ständer ist immer gut. Ja, ich bin 13. Zumindest könnte man das meinen, wenn mich sowas zum Lachen bringt. Halterstock, halte kleine Stock. Ich meine Ständer, hallo. Alter, lange Stock oder lange Stöcke? Oh, nein, 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 das fängt ja schon wieder super an. Ja, ein Waffenständer. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Toll. Bogenfalle. Stimmt, ich hätte die Schlingfalle hier noch ausprobieren können, aber das mache ich jetzt nicht. Ich will eigentlich nur wissen, ob man hier einen Waffenständer hat. Okay, das kann ich nicht weiterblättern. Auf einmal kann ich das Buch nicht mehr bedienen, oder was? Lehmziegelsteine 3. Den könnten wir ja eigentlich schon noch bauen, ne? Weil ich habe noch drei Lehmziegelsteine. Und die will ich ja nicht umsonst gemacht haben. Die mache ich einfach mal. Oh, wo mache ich das denn hin? Einfach, dass es auch einigermaßen gut aussieht, vielleicht hier. Ich glaube schon, weil ich denke, das ist irgendwas mit Feuer. Was sind das für Geräusche hier? Okay, eigentlich wollte ich jetzt gar nichts mehr Neues anfangen. Aber das mache ich jetzt noch, weil wir haben noch die Ziegelsteine. Darum, aber zuerst muss ich hier ein bisschen leichter werden, weil das ist gerade nicht so gut, dass ich hier so langsam bin. Was könnte ich denn weglegen? Die Kohle vielleicht. Aber die hat nicht so viel Gewicht, ne? Glaube ich. Die Knochen haben viel Gewicht, okay. Dann lege ich die Knochen weg. Und was noch? Hier sind vier Steine. Ja, ich habe einfach zu viel, ich weiß. Ich müsste auch die ganze Kohle mal verbrauchen. Aber dafür habe ich die Kiste ja gebaut. Genau für solche Fälle. Ja, und den einen Stein brauche ich da jetzt auch nicht mehr extra noch. So, aber ich weiß gerade nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Und ich würde gerne hier das Fleisch erstmal trocknen. Beziehungsweise, was davon kann ich denn schon aufheben? Nehmen. Ups, jetzt bin ich kurz von der Taste abgerutscht. Hier, das müsste es mir eigentlich auch um einiges leichter machen. So. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Ich meine, das wird ja so schnell nicht schlecht. Zack. Getrocknet, kommt auch rein. Kochen. Okay. Ich habe gerade Punkte für Kochen bekommen, keine Ahnung, wieso. So. Schön. Und kann ich auch gleich was davon essen? Jein. Ich könnte mir eine Suppe aus dem rohen Fleisch machen, damit ich auch mal wieder was trinke. Aber wir trinken ja sowieso alle zu wenig, also komm. Das ist das echte Leben hier. Oh, Knochen, 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 alles einsammeln. Ich bin schon wieder voll. Ich bin schon wieder voll. Ja, das gibt's ja nicht da. Keine Ahnung, was der als voll bezeichnet, aber das ist nicht voll. Ah. Weißt du was? Ich würde gerne mal was ausprobieren. Vielleicht kann ich sowas wie einen Knochenpfeil machen. Das würde ich jetzt gerne mal versuchen. Was hat man für einen normalen Pfeil gebraucht? Einen kleinen Stock? Und jetzt würde ich halt einen Knochen nehmen. Nein? Und eine Knochennadel? Geht das? Okay, nein. Ich dachte nur, vielleicht. Aber ist anscheinend nicht so. Ja gut, dann komm. Sammeln machen wir noch mehr Nadeln.
Ich weiß sonst gerade echt nicht, was ich mit denen machen soll. Außer halt sie zu zerstören, aber das will ich auch nicht. Du kannst mit. Du kannst auch mit. Ach ja, stimmt. Ist ja gleich wieder alles voll. Jetzt ist die Kiste auch schon voll. Die heilige Kiste. Ja, ja, das weiß ich schon. Gut. Wie ich mich einfach von diesen kleinen Fallen ernähre. Wie viel Wasser habe ich denn noch? Ja, komm, mach mal wieder voll. Okay, du willst nicht voll machen, dann lass mal's halt. Dann kann ich das Wasser mal ausnutzen hier. Und das ganze Feuer hier. Ach, warte, dann sollte ich zuerst abspeichern, wenn ich schon so müde bin. Oder das sind doch diese Pilze, genau. Aha, anscheinend sehr gut, dass ich abgespeichert habe. Der muss sehr nah dran sein. Lagalagaiaio. Auch wenn ich deinen Gesang echt mag, du bist in meinem Gebiet. Du bist in meinem Gebiet und das mag ich nicht. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Hab die falsche Sache ausgerüstet. Hier, so. Ah, ich hätte einfach weggehen sollen, ich Idiot. Okay. So. Wie die Knochen einfach fliegen. Na gut, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe wahrscheinlich auch schweren Damage abbekommen. Oder? Ich hatte halt vorher auch schon was. Das habe ich noch gesehen, bevor ich in die Schlacht gezogen bin. Tatsache, der hat nur meine Rüstung getroffen. Das ist ja nice. Eigentlich wollte ich dich ja nicht töten, aber du bist hier gestanden, also bist du schuld. So sieht's nämlich aus. Wer in mein Revier kommt, der ist selber schuld. So, warum bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder zu schwer? Habe ich zu viel Fleisch? Ja, ich habe zu viel Fleisch. Gut, dann... Weißt du was, ich gönne mir jetzt einfach mal. Ich habe so viel zum Essen, ich gönne mir jetzt einfach mal was zum Essen. So. Passt doch. Passt doch super. Das Krötenfleisch, das esse ich auch noch. Damit ich ein bisschen mehr Energie bekomme. Jetzt mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Das Menschenfleisch kann ich eh nicht viel mit anfangen, außer es essen. Weißt du was, das lege ich einfach ab. Oder ich lasse es verrotten, damit ich Maden bekomme. Genau, ja. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier blaue Pilze sind. Darum habe ich mich jetzt hierher geschleppt. Aber... Nee. Nee, nee, sieht echt nicht gut aus. Ich muss schon sagen, mit dem Speer hier irgendwas zu töten, ist echt viel angenehmer als mit dem Bogen. Ich glaube, ich habe es öfters gesagt, aber ich wiederhole mich ja gerne. Also, das gefällt mir sehr, sehr viel besser. Ganz ehrlich. Es ist ja auch einfach besser. Da kann man nichts anderes zu sagen. Es ist einfach besser, viel angenehmer. Ich glaube, da ist wieder ein Stückchen Fleisch fertig. Ja. Das heißt, ich habe hier wieder Platz. Mittlerweile habe ich so viel Fleisch, dass der Grill einfach zu voll ist. Kann man das nachvollziehen? Ich glaube nicht, aber es ist so. Speer wieder. Den Bogen muss ich vielleicht loswerden, weil ich kann damit einfach nicht umgehen.
Es ist eigentlich die mächtigste Waffe im kompletten Spiel, wenn man damit umgehen kann. Denke ich zumindest, aber der Speer hat es mir einfach angetan. Ach ja, ich wollte schlafen gehen. Und die ganzen Knochen von dem Typen muss ich mir jetzt nicht unbedingt noch holen, weil ich bin eh schon so voll. Und hab auch schon Knochen, also die brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber da ist noch jemand. Ah. Okay, ich würde gerne erstmal leichter werden, bevor ich hier noch irgendwas mache. Weil eigentlich wollte ich jetzt dann mal loslegen, also sprich woanders hingehen. Eigentlich, aber anscheinend wird daraus nichts. Benutzen. Ich habe schon gesehen, dass wieder ein Stück Fleisch verfault, aber darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Hey, keine Kraftausdrücke hier, ja? So, ich mache das jetzt, weil ich will mal wieder was trinken. So. Und dazu mache ich mir gleich ein bisschen Fleisch noch. Fleischi Fleisch. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Hallo? Würdest du bitte? Ich habe hier gerade echt ab und zu ein bisschen Probleme mit der Maus. Warum macht er das denn jetzt nicht? Legt es doch dahin. Boah, da musste ich mich jetzt erstmal konzentrieren, dass er das endlich dahin legt. Da ist mir eines tatsächlich vergammelt. Das gibt's hier nicht. Ach, habe ich das andere vergessen? Ja gut. Die können echt gut singen, muss ich sagen. Meine Fresse, das ist manchmal echt schwierig hier. So, und ich möchte halt auch nicht die ganze Zeit nur dastehen und hier ein bisschen Wasser kochen. Das ist auch nicht so das, was ich eigentlich beabsichtigt habe. Ein paar Maden kann man schon reintun. Wir bekommen hier jetzt durch das Fleisch wieder ganz viele. Das geht dann schon. Nähe zum Feuer bringt auch geistige Gesundheit. Ich esse das Fleisch diesmal nicht, eben wegen der geistigen Gesundheit. So. Jetzt mach mal dieses Ding hier aber noch leer. Und dann weiß ich gar nicht, was wir machen werden. Weil wir sind ja jetzt so langsam im Prinzip. Und das ist nicht das, was ich möchte. Also nicht das, was uns groß was bringt. Warte. Warte, 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 warte. Ich muss mich hier gerade sehr konzentrieren. Jetzt komm schon, Maus. Ja. Gemeinsam haben wir es geschafft. Meine Maus zieht halt irgendwie ein bisschen nach. Also sprich, ich mache eine Bewegung. Und im Spiel kommt sie erst ein paar Sekunden später. Das ist immer sehr verwirrend. Ah, was ist denn jetzt? So. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Nix mehr? Gut, okay, dann. Genau, warte, weißt du was? Ich tue noch ein bisschen Kohle ins Feuer. Einfach weil ich so viel Kohle habe. Kann ich ja jetzt machen. Das hat keinen besonderen Grund, außer dass ich vielleicht ein bisschen leichter werde. So, geil. Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit, schön. Ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich wieder leichter werde.
Jetzt haben wir wieder ein bisschen Wasser getrunken, immerhin. Verdursten sollte man ja auch nicht. Ich muss mehr Platz für Knochen schaffen. So. Dann das dahin. Die Kokosnussschale kommt komplett raus. Das hier ein bisschen verschieben. Ich weiß nicht mal, ob das, was ich hier jetzt mache, überhaupt Sinn macht. Weil, wie gesagt, ich will ja dann mal ein bisschen weitergehen und dann... Na, weiß ich halt auch nicht. Vielleicht finde ich dort ein besseres Lager und baue mich dann dort auf oder sowas. Aber jetzt erstmal Hauptsache leichter werden. So. Eigentlich bräuchte ich 10 solche Kisten, weil die sind echt nicht so... also die haben nicht so viel Platz, sag ich mal. Also so das Wahre sind die nicht. Auch wenn es die heiligen Kisten sind von Green Hell. Ja, noch eine, okay. Kein Problem, das kriegen wir doch direkt hin. Ich will nämlich sehen, was das macht. Ich denke, das hat auch irgendwas mit Kochen zu tun. Und vielleicht können wir das irgendwie brauchen. Ich weiß es ja nicht. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und wenn wir das ausprobiert haben, dann denke ich, können wir weitergehen, weil wir haben echt genug Fleisch. Genug Fleisch für den Rest unseres Lebens vielleicht nicht, aber auf jeden Fall genug. Ja, genau, das ist irgendwas mit Kochen. Gut, mehr wollte ich nicht in Erfahrung bringen. Das wollte ich einfach nur sehen. Vielleicht ein bisschen vollgestecken noch, aber mehr auch nicht. Waschen. Ach, haben wir irgendwelche neuen Dialoge? Nein. Leider nicht. Das wäre ganz interessant gewesen. Vielleicht noch. Weil die letzten 2, 3 Folgen habe ich irgendwie nur sehr rumgetrödelt. Und jetzt mal wieder irgendwas Interessanteres. Jetzt hier stehen und sich waschen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, schön. Ach ja, wenn ich schon da bin, dann kann ich doch gleich mein Dings hier auffüllen. Meinen Wasserkrug. Warum bin ich jetzt eigentlich schon wieder so schwer? Wahrscheinlich wegen dem ganzen Fleisch, ne? Sehr wahrscheinlich wegen dem ganzen Fleisch, ja. Aber daraus gewinnen wir Maden. Und das nicht zu knapp, hoffe ich. Noch ein paar Stunden, dann ist es eh vergammelt. Ja. So gut schaut es jetzt eigentlich nicht aus mit den Nährstoffen und sowas. Aber wir kriegen halt auch kein sauberes Wasser mehr. Das ist echt ein bisschen sehr schlecht, dass es jetzt zum Regnen aufgehört hat. Bananen sehe ich ja auch keine mehr. Nüsse würde ich jetzt auf die Entfernung sowieso nicht sehen. Dann warten wir jetzt eigentlich nur noch darauf, dass das Fleisch hier fertig ist. Und können dann los. Ja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe ja echt zu viele Kokosnussschalen. Ich gebe mal ein bisschen Kohle aus, einfach damit hier mein Rucksack leichter wird. Kann ich damit nichts herstellen? Nö. Ich kann aber einen Ascheverband machen, stimmt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was der Ascheverband macht, aber ich kann den machen. So, einfach wegen Platz. Gut. Das auch erledigt. Ja, wie lange ist das noch haltbar? 4 Tage, bisschen länger. Das hier, genau 4 Tage sogar. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt noch machen kann, weil ich warte im Prinzip nur noch auf das Fleisch. Und dann geht's los.
So. Noch ein bisschen Maden kochen vielleicht. Nee, zum Feuer, das ist auch sehr gut. Dann warte ich nur noch auf das Fleisch hier, ja, wie gesagt. Das ist echt ein bisschen öde jetzt gerade tatsächlich. Noch ein bisschen Wasser kochen, einfach so, damit wir wieder Wasser haben. Dich nehme ich auch mit, einfach weil ich es kann. Dann würde ich jetzt doch noch mal die Knochen von dem Typen holen, einfach so. Weil warum nicht? Wir können die Nadeln vielleicht irgendwann mal brauchen. Du kommst auch mit. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Ich warte nur noch auf das Fleisch. Ausrüsten, zerstören, der ist wahrscheinlich besser als meiner. Oh, guck mal einer an. Yesen. Das sind sogar ziemlich viele Bananen. Wow, 5 Stück oder so. Das ist schon krass. Ja, die hier nehme ich jetzt einfach. So, wo war die Stelle, wo wir den getötet haben? Da hinten. Boah, wie weit ist denn der Speer geflogen? Die werden jetzt auch einfach mal gesammelt. Ich habe bald mein ganzes Inventar voll mit den Knochennadeln und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ach man. Ja. Die Folge ist halt ein bisschen ruhiger. Hallo, was ist denn jetzt schon wieder? Die Folge ist halt ein bisschen sehr ruhig. Und nächste Folge spätestens. Ich sehe nichts wegen dem Blatt. Geht's dann los? Egel. Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Egel, darum finde ich den so schwer. Oh. Wo ist er denn? Zeig dich. Ah, da bist du ja. So. Upsi, la. Oh, das scheiß Fleisch hier. Muss man ganze Zeit warten. Sag jetzt bloß, dass ich wegen der Bananen zu schwer bin. Wegen der Bananen. Ehrlich jetzt? Okay. Okay, das heißt, wenn jetzt ein Leopard kommt oder sowas, dann bin ich ziemlich, ja, erledigt. Und ich würde das Fleisch echt ganz gerne loswerden. Aber Maden, wir brauchen sie. Oder einen Waffenständer bauen, damit ich den Bogen zum Beispiel und das ganze Zeug, was ich gerade nicht brauche, ablegen kann. Die Kiste ist ja jetzt eh schon voll. Ich habe echt gedacht, da passt ein bisschen mehr rein, aber irgendwie war ich dann anscheinend sehr optimistisch. Spinnchen geht nicht, ne? So war das doch. Spinnchen ist weg. Einfach weil meine Maus spinnt, ist die Spinne jetzt weg. Ach komm, brauche ich eh nicht. Brauche ich sowieso nicht und dann esse ich halt noch eine Banane. Was soll's. Einfach, dass ich wieder leicht bin. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich kommt vieles von den Nadeln hier, aber die werden wir tatsächlich alle brauchen, sobald wir auf Reisen gehen.
Ach ja. Das hier, warum kann ich das nicht ableben? Goldbeutel. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach alle Sachen in die Kiste legen kann. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Einfach alles da reinlegen. Fertig. Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Verdammt. Das habe ich jetzt komplett aus den Augen verloren. Ja gut, dann können wir die Nadeln wahrscheinlich gleich brauchen. Genau. Die Nadeln, die wir jetzt gemacht haben, die brauchen wir jetzt alle. Wo sind sie denn? Würdest du bitte, danke. Ach ja, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es ein Problem war, eine Knochennadel herzustellen. Beziehungsweise, wenn wir einen Wurm hatten. Und den Goldbeutel hätte ich ganz gerne wieder. Ich glaube nämlich, dass ich den verloren habe. Ja, den habe ich verloren. Da liegt er noch. Hallo, der liegt doch da. Ach, jetzt ist er da festgepackt. Ah, da. So, super. Das Knochenmesser nehme ich mir lieber mit statt der Hacke. Steinhacke, weil die brauche ich nicht, die Steinhacke. Das Knochenmesser brauche ich auch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall eher als die Hacke. Oder vielleicht lasse ich einfach den Bogen da, weil den brauche ich eigentlich auch nicht. Ganz ehrlich, ich kann mit dem Bogen nichts anfangen. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Und das wird sich auch nicht ändern. Dann nehme ich lieber die Hacke. Obwohl, den Bogen kann ich noch eher gebrauchen als die Hacke. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Den Bogen brauche ich noch eher wie die Hacke. Also bleibt er doch da. Hat sich im Prinzip nichts geändert. Hier auch nicht. Oh, ich muss schon wieder schlafen. Ich muss wieder schlafen. Speichern. Ja, jetzt hör auf damit. Hoffentlich können wir bald mal losgehen. Hat es geregnet? Es hat sich so angehört, als hätte es geregnet. Ja, hat es! Geil! Es hat endlich mal wieder geregnet. Könnte ich das jetzt theoretisch hier in mein Dings reintun? Theoretisch ja. Tue ich nicht, weil da ist jetzt schmutziges Wasser drin. Aber cool. Endlich mal wieder. Oh. So viel zum Thema Regenwald, ne? Regnet nicht mehr. Warte, erstmal trinke ich das, was ich am Lagerfeuer hatte. Wo ist es denn? Ja, wir werden nicht mehr verdursten, Leute. Juhu. Ist das Fleisch jetzt soweit? Sieht doch noch aus. Oh, geil. Scheiße, ich habe nicht alle aufgestellt, ne? Leer, leer, leer. Sauber. Also nicht alle, die ich habe. Den kann ich noch mitnehmen. Oh, super. Endlich hat es mal wieder richtig geregnet. Nice. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal seit langem wieder volles Wasser. Jetzt wasche ich mich erstmal. Und anscheinend ist unser Fleisch jetzt fertig, ne? Also ich weiß nicht mal, ob ich alles mitnehmen kann. Vermutlich nicht. Aber wir werden es dann herausfinden, denke ich mal. Genau, alles schön. Hier einlagern an Maden. Die Banane wird jetzt gefordert, damit wir genug Platz haben. Für das ganze Fleisch.
was ich hier vermutlich aufnehmen werde. Getrocknet. Getrocknet. Ich passe nur auf, dass das nicht vergammelt ist. Wahrscheinlich werde ich jetzt zu schwer sein, oder? Es würde mich wundern, wenn nicht. Ja, um 2 Kilo bin ich zu schwer. Ja, fast 3 Kilo sogar, ne? So wirklich was essen wäre jetzt Verschwendung. Was ich mir theoretisch sogar leisten könnte hier, die Verschwendung. Das hier nervt mich halt so sehr. Was von denen ist denn am wenigsten haltbar? 3 Tage. 3 Tage. 4 Tage. 4, 4, 4, weil ich denke, eines davon könnte ich dann doch essen. Warte. Ja, jetzt haben wir keine Trinkwasserprobleme mehr, wie es aussieht. Ja, jetzt bin ich genau richtig. Habe ich noch Kokosnussschalen hier? Im Inventar? Nein. Ah, stimmt, ich kann vielleicht meine ganzen Seile ablegen. Oh, 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 da ist noch eine Schale, da ist noch eine Schale, die steht sogar zufälligerweise richtig. Nein, tut sie nicht. Warum steht sie nicht? Eigentlich brauche ich kein Wasser mehr, aber ich will es trotzdem haben. Es regnet! Wir sind gerettet, Leute. Oh. Ich wollte hier jetzt irgendwas loswerden, ne? Das Kaffeezeug, Instant-Kaffee, das brauche ich nicht unbedingt. Das nimmt zwar übertrieben viel Platz weg, aber ich tue es mal hier hin. Und diese Stachelrochenstachel, den brauche ich auch nicht. Kommt auch hier rein. Dann Seile. Seile finde ich überall. Und das ist natürlich wieder etwas, was ich nicht reintun kann. Ja gut. Ich bin leicht genug, um schnell zu laufen. Das reicht mir. Das reicht mir tatsächlich schon. Dann würde ich jetzt erstmal mein Dingenskirchen hier ausleeren. Wegschütten. Wenn ich wüsste wie. Irgendwie ging das doch. Verschütten hier. So, und dann wird es jetzt hier mit dem sauberen, guten Wasser gefüllt. Super. Damit wir unterwegs auch was zum Trinken haben. Nicht immer hier kochen müssen. Ja. Geil. Das ist super. Ja, du machst ja nichts. Beweg die Maus. Hier, so. Oh, nice, 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 nice. Jetzt, was ist denn los mit der Maus, ey? Ich weiß nicht, ich halte die eigentlich gedrückt, aber irgendwie spinnt er sehr krass herum. Ich denke so. 42. Oh. Haha. 48. Hä? Jetzt schippt er das Wasser da hin und her. 48. Leer, leer, leer. Beweg dich doch mal. Warum bewegt er sich jetzt so komisch?
62. Krieg ich's voll? Ist jetzt die Frage. Leer. Leer. Sauber. Immerhin ein kurzer Nieselregen. So, 82. Das muss dann wohl reichen. Leer, leer. Jetzt sind wir wegen dem Wasser zu schwer. Das kann ja wohl echt nicht sein. Ich merke das ja schon an der Bewegung, genau. Wir sind wegen dem Wasser zu schwer. Oh. Ja. Und das ist auch leer. Keine Ahnung warum, weil es steht perfekt, aber es ist leer. Ja, weißt du was, ich lasse jetzt einfach ein Seil hier liegen, weil die finden wir überall. So. Gut, dann würde ich mich jetzt für diese Folge hier verabschieden, wie immer mal. Immer mal wieder. Und dann denke ich zumindest, dass wir in der nächsten Folge Richtung Tod gehen, beziehungsweise hier eine Reise antreten. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe mal wieder, dass ihr sehr viel Spaß hattet und auch dann, wenn wir Richtung Tod gehen, wieder dabei seid. Bis dann.